Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Age of Mythology. Wir sind immer noch im ägyptischen Teil der Kampagne bei Mission 19 stehen geblieben. Nachdem wir in der letzten Aufnahmesession leider gerade mal zwei Missionen geschafft haben, nämlich 17 und 18. Und 19 und 20 werden auch ein bisschen dauern. Deswegen fangen wir jetzt gleich mit Mission 19 an. Der erste Schritt. Ajax, schwarze Segel. Das sind Camos Piraten. Glaubt ihr, Camos ist hier? Er ist hier. Gargarensis lässt Camos das Stück bestimmt persönlich bewachen. Dann wird er diesen Tag wahrscheinlich noch verfluchen. Camos Stützpunkt ist gut befestigt. Wenn wir ein paar seiner Schiffe kapern, könnten wir unbemerkt hineingelangen. Jo. Wir starten mit einem Katapult, einem Belagerungsturm und einer Handvoll Elite-Hopliten. Das sind übrigens unsere einzigen griechischen Einheiten in dieser Mission, weil, wie man auch schon am Interface sehen kann, sind wir wieder Ägypter, also wieder auf Isis-Seite. Aber da Akanthos Grieche ist, führt er natürlich Hopliten in den Kampf. Was auch gar nicht mal so schlecht ist, damit haben wir schon mal eine ziemlich gute Ausgangsstreitmacht. Das sind nämlich Elite-Hopliten, auch wenn sie ja von ein paar wenigen Rüstungsupgrades gerade profitieren. Und da wird gerade eine Migdol-Festung zusammengebastelt. Das können wir natürlich nicht erlauben. Und das ist natürlich auch nicht gut, dass meine Helden gerade es nicht schaffen gegen... Naja, wenigstens das. Hat geklappt. Es gerade nicht schaffen, gegen die Anubiter zu kämpfen. Na komm, kämpft gegen den Koloss, die Helden. Damit er schnell fällt. So, dann zerstören wir hier den Hafen, damit uns die beiden Schiffe gehören. Camos gehört übrigens zu Re, nicht zu Sef. Oder seht. Wir haben die Schiffe. Jupp, und jetzt müssen wir hier durch diesen Todesparcours einfach durchfahren. Danke, dass ihr uns von den Piraten befreit habt. Wir werden Kolosse für euch bauen. Kommt zurück, wenn sie fertig sind. Jo. Und die Kolossbauer hier, die Gelben, werden für uns in Zukunft Kolosse bauen. Sehr schön. Camos ist im Augenblick friedlich. Wir können ihn also nicht angreifen. Weil sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn... Naja, wenn unsere Schiffe dann versenkt werden würden. Seht ihr diese Verteidigungsanlagen? Ohne diese Piratenschiffe wären wir schon tot. Mhm, Camos hat seinen Hafen gut gesichert. Mit Piratenschiffen und ziemlich starken Türmen. Wobei, das sind nur Beobachtungstürme. Nein, das sind schon Geschütztürme. Ja. Das heißt, wenn wir die Verbindung nachher wieder aufrechterhalten wollen, müssen wir wohl oder übel mit einem... Der Rat hat uns aus unserer Heimat vertrieben. Wir werden euch helfen, ihn zu besiegen. Ja, sehr schön. Wir sollten uns hinter diesen Bäumen sammeln, bevor wir Camos Hauptquartier angreifen. Das erste, was ich jetzt aber machen werde, ist, ich stecke sechs Dorfbewohner in Enido.
in das Schiff und schick es zurück, weil, wie man sehen kann, hier sind dutzende große Goldminen. Das heißt, die werde ich mir zuerst unter den Nagel reißen, dann werde ich mit weiteren Dorfbewohnern einen Hafen bauen und mich hauptsächlich hier auf den Fischfang konzentrieren. Weil, wie man sieht, hier in dem sicheren Hafengebiet hier, jenseits des Turmes, gibt es genug Fisch. Das heißt, wir können uns mehr mit Fisch über Wasser halten an Nahrung. Und wir haben zwei unserer Elite-Hopliten verloren. So, du hilfst hier beim Bau. Das Schiff fährt langsam durch. Ja, und dann können wir uns überlegen, ob wir... Also, so war jedenfalls meine Taktik, dass ich in meinem Hafen irgendwann ins nächste Zeitalter vorangeschritten bin und dort... Also, für Fischerkutter erstmal. Und dass ich dort dann eben die Schlachtschiffe da gebaut habe. Schlachtschiffe ist das falsche Wort. Die Belagerungsschiffe, genau. Und mit denen hier halt die ganzen Beobachtungstürme eingerissen habe. So, noch vier zum Felder anbauen. Und genau, wir kriegen Fischerkutter. Das heißt, ich schicke mal kurz meine Helden hier die oberste Ecke los. Lad hier die Dorfbewohner aus. Lass fünf mal ein erstes Goldlager errichten. Also ja, das hier können wir irgendwann mal abbauen. Ihr errichtet mir hier noch einen Kornspeicher erstmal. Die Tiere lasst ihr aber erstmal in Ruhe. Ach ja, und ich verbessere gleich mal die Netze. So. So, du erkundest da oben fertig. Das ist sehr gut. Und ja, ich werde hier ein paar Türme errichten müssen. So, eine Waffenkammer. Okay, Ersthäuser. Ersthäuser. Die können wir hier unten so am Strand hinsetzen. So ein paar Strandhäuser sind doch nichts Schlechtes. Und ja, hier wäre noch eine Bucht, wo man einen Hafen theoretisch errichten könnte. Das mache ich einfach mal. Der kostet... Okay, der kostet 50 Gold. Kann ich hier einen Hafen errichten? Hier würde es halt noch mehr Fisch geben für uns. Aber ich bin mal neugierig, ob es hier noch was anderes gibt. So, und weitere Häuser errichte ich mal. Hier. Dass wir auf unsere maximalen Häuser kommen. So, dann kann ich ja mal das Sammeln von Herdentieren verbessern. So, und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich hier noch einen Fischerkutter ausbilden kann. Ja, ich riskiere es mal und schicke einen Fischerkutter hier hin. Der dürfte noch außerhalb der Gebäude sein. Der Verteidigungstürmchen. So, alles weitere scheint zu funktionieren. Arcanthus, ein Koloss steht für euch bereit. Und unser erster Goldkoloss ist fertig. Sehr schön. Ja, wir arbeiten jetzt auf jeden Fall darauf hin, jetzt nächste Zeitalter voranzuschreiten. Wir könnten Gold- und Holzabbau verbessern. Holzabbau vor allem, Ding, der ist noch auf Standard. Und das hier können wir forschen, so. Dass wir kontinuierlich Nahrung kriegen.
So, euch schicken wir mal weiter vor, dass wir hier ein paar Türme errichten können. Mit dem Gold, was wir noch haben. So, errichten wir zwei Türme. Dann können wir hier zwei Kasernen errichten. Und ja, wir haben schon Kupfersachen, also können wir als nächstes das Bronzeschild, das Kupferschild noch erforschen. Also Kupferrüstung und Kupferbrustpanzer haben wir schon. Deswegen haben auch die Hobliten das schon. Warum auch immer sie schon Bronzeschilde haben. Transportschiffe verbessern wird uns nichts bringen. Wir wollen ins nächste Zeitalter auf jeden Fall. Und du solltest Gold sammeln gehen mittlerweile. Okay, hier ist ein kleines Etwas mit einer... Mit einer Reliquie und Gold. Okay, das heißt, wenn uns das Gold hier ausgehen sollte, dann können wir das da drüben noch holen. So, Sichtweite von Gebäuden verbessern und dann gleich mal ins nächste Zeitalter. Nützen Priester, nützen ihren Gebäuden, finde ich besser, weil dann können wir Petschus ausbilden. Die mag ich irgendwie lieber als Skorpionmänner. Und wir brauchen Gunst. Also ja, im Augenblick bereite ich mich nur darauf vor, auf den Angriff von Kabos. Weil Kabos wird uns irgendwann angreifen, komm. Hier gibt es nicht viel Gold. Wir müssen nach vorn durchbrechen oder zurückgehen, um mehr zu finden. Ja, das wissen wir bereits. Ich will jetzt aber erst einmal zwei Kasernen errichten mit dem restlichen Gold, was ich noch habe. Und dann würde ich doch mal gerne den Goldabbau verbessern. Verbessert Durchschlagspanzerung von Speerkämpfern. Ah ja, jetzt stehen uns Bronzewaffen zur Verfügung. Bronzeschilde ist wiederum nicht, das ist ja toll. Angriffsstärke von Axtkämpfern, das ist natürlich was Nützliches. Wenn wir dann auch irgendwann die Axtkämpfer verbessern können. So, jetzt. Dass wir wenigstens mal mittlere Axtkämpfer haben. Gut. Jetzt bräuchten wir eigentlich eine Migdol-Festung. Hier noch, da wo die Belagerungswaffen gerade stehen. Ja, dazu brauchen wir definitiv viel mehr Gold. So, ist nächste Zeitalter müssen wir nicht. Das ist nice. Da wird die Migdol-Festung günstiger. Was kostet eigentlich ein Tempel? 100 Gold. Also ja, ein paar wenige Gebäude sind kostenlos. Dafür kosten viele Gebäude viel mehr Gold. Was nervig ist. So, wenn das erforscht ist, dann wird die Migdol-Festung billiger, hoffe ich mal. Da müssen wir sie schnellstens hochziehen. Ja, komm.